Ja, moin zusammen. Willkommen zum nächsten Video. Ja, der Trailer wurde gerade benutzt. Noch nichts Neues zu sehen, war ein Scherz. So, der ist jetzt fertig, denke ich mal. Den haben wir auch gleich mal gewaschen. Der geht, denke ich, morgen zum TÜV. Morgen Nachmittag. Ja, sieht auch wieder recht schick aus, ne? Die Bremsen sind eingebremst. Wie man hier sieht. Ja. Perfekt. Bremst auch top. Also, keine Einwände. Scheibenwischer ausgetauscht, Blinker ausgetauscht. So. Und da, die Leute, die mir bei Instagram folgen, wissen es schon. Den haben wir gerade geholt. Man kann nicht genug Land Rover haben. Ich blende mal gleich ein Video ein, wie wir den abgeholt haben. So, jetzt gerade in Dannenberg. Haben ihn gerade abgeholt. Ganz schön verbastelt. Was der ganze Kram hier soll, weiß ich nicht. Die Stoßstange ist monumental und passt überhaupt nicht zum Auto. Aber das kann man alles ändern. Das hier ist übrigens kein Rost. Das ist der sogenannte Alufraß. Die Karosserie bei dem Auto besteht aus Aluminium. Ja. Zwei Schäden hinten. Auch Aluminium. Ist aber nur eine Beplankung. Darunter ist eine Stahlkarosserie. Sieht wesentlich besser aus als bei den meisten. Deshalb sage ich ja, die Basis von dem Auto ist recht gut, weil hier sind sie normalerweise alle weg. Das ist eine LKW-Zulassung. Kostet nur noch 160 Euro Steuern. Das ist eine Spinne, die keine Ahnung hat, was sie tut. Ja. Automatik, keine Klimaanlage. Schreit quasi nach Winterauto. Jetzt hat die mich doch wahrhaftig gefesselt. Die blöde Kuh. Geh weg. Ja. Springt sofort an. Haubenverschlüsse muss man natürlich unbedingt in den mit drei Schrauben versehenen Plastikgrill verankern. Das macht total Sinn. Naja. Wie gesagt, eine tolle Basis, aber viel Arbeit. Ja, willkommen in der bescheidenen Hütte. 231.000 Kilometer runter. Natürlich Automatik. Was anderes kommt für uns nicht in Frage. Klappert ein bisschen. Hat heute lange gestanden. Der ist sogar im Moment noch zugelassen. Hört sich sehr schön an. Fährt vorwärts. Fährt vernünftig rückwärts. Hat richtig Kraft. Ja. Schönes Ding. Und das Beste an der ganzen Sache ist, ja, zwei Kontrolllappen sind an, aber wen juckt's. Das Beste an der ganzen Geschichte ist allerdings, der Kollege ist ein LKW. LKW geschlossener Kasten bedeutet statt über 800 Euro Steuern 160 Euro. Hat allerdings auch keine Fenster hinten. Soll mich aber ehrlich gesagt überhaupt nicht interessieren. Hier kommt eine Matratze rein und ist gut. Ja. Unser neuer Winterwagen. Der soll im Winter fahren. Ja. Was mich nervt, ist der zweite Airbag. Den brauche ich mal gar nicht. Das ist immer eine potenzielle Fehlerquelle bei dem Auto. Für Winterauto optimal, der hat keine Klimaanlage. Haha, witzig. Ja. Nee. Naja, man kann halt nicht genug Land Rover haben. Unser ist jetzt auch bald ein LKW. Da kosten beide zusammen 320 Euro im Jahr. Ja.
etwas vernachlässigt das Ganze und mit einer monströsen Stoßstange versehen. Ich weiß nicht, was sie damit gemacht haben. Ich glaube, die haben da mit weiß auch nicht, Stalltüren aufgebrochen. Ich habe keine Ahnung. Das ist ein Stahlträger und keine Stoßstange. Naja. Schick. Schickes Teil. So. Für heute ist allerdings Schluss. War anstrengend genug heute. Außerdem ist der Mond da oben schon. Das bedeutet Rückzug. Ab ins Bett. Nein, mein Scherz. So schnell geht es nicht. Ist zwar 10 Uhr, aber ich gehe so schnell auch nicht ins Bett. Jo, dann würde ich sagen, bis morgen. Ja, moin zusammen. Wir verstecken uns gerade vor dem schönen Wetter auf der Terrasse. Hier sind es 31 Grad, draußen sind es 41,5 Grad. Also, Temperatur können wir. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ja. Wir waren gestern beim TÜV mit dem Freelander. Ja, meine Bremsen haben den Test bestanden. Jetzt sind noch ein paar, ich nenne es mal Kosmetik. Ne? Das ist ein Automatikfahrzeug. Die Handbremse hat massiv ungleich gezogen. Und ich habe mich an den letzten TÜV-Bericht gehalten. Ne? Ja. Das habe ich abgearbeitet. Davon ist auch nichts mehr aufgetaucht. Gut, die Handbremse bremst sehr unregelmäßig. Wird bei Automatik, ich habe mit der Kundin Rücksprache gehalten, die hat das Ding noch nie angezogen. Noch nie. Ja, macht beim Automatikauto auch so gut wie niemand. Ja. Ja, Wetter ist super. Wir warten auf den großen Knall. 41,5 Grad da draußen. Ja. Ja. Nee. Die Handbremse einbremsen. Und ein bisschen Kosmetik. Die Bremsleitung unterm Auto abschleifen. Und dann ein bisschen versiegeln mit Wachs. Ist alles im Rahmen, wie gesagt. Ach ja, die Hupe funktioniert nicht. Nicht, dass mir das irgendwie aufgefallen wäre jemals. Ich habe, wie gesagt, auch mit der Kundin gesprochen und die hat gesagt, die hat auch noch nie gehupt. Ist ein sehr ruhiger Mensch offensichtlich. Ja, ja, die Hupe hupt nicht. Die Bremsleitungen müssen versiegelt werden. Und wie gesagt, der wirklich erhebliche Mangel ist sind die Bremsleitungen. Ja. Die müssen, wie gesagt, einmal versiegelt werden, abgeschliffen und versiegelt werden, unterm Auto. Naja, wie gesagt, hält sich in Grenzen, Montag hat er TÜV, dann kann er angemeldet werden. Ja, begeben wir uns gleich mal zum Fahrzeug. So allzu lang will ich das Video nicht machen, bei dem Wetter guckt eh kein Mensch. Ja, ich weiß, ihr schreibt immer, dass ihr guckt, ich würde ehrlich gesagt jetzt auch kein YouTube gucken. Okay, aber gelogen, habe ich gemacht, gerade eben noch. Okay, bis gleich. Ja, wie man bei der Temperatur sehr deutlich sehen kann. Du hast auch keine Lust, ne? Oh Gott. Oh, Assi. Oh Gottchen. Oh Keksi. Ich muss die Augen zumachen beim Schlafen. Mia, hallo. Ja, das war das Statement zum Wetter vom Keks. Glück. Den haben wir jetzt zurückgestellt. Wir haben das hier so wachsen lassen, dass hier so ein kleiner Tunnel entsteht. Hier und da mal ein bisschen zurückschneiden im nächsten Frühjahr, aber ja, der Tunnel ist echt cool. Überhitzt das Auto nicht so wahnsinnig. Bis so eine Klimaanlage mal wirklich Ergebnisse liefert, das dauert ein bisschen. Die ganzen Hamburger flüchten schon wieder in unsere Richtung. Hier steht schon wieder alles voll, hinten an der Fähre und am Ufer. Ist ja quasi da vorne hinter dem Deich. Ja, ich weiß, es ist schon wieder ein bisschen Wind und ich bin froh, dass hier ein bisschen Wind ist. Schon wieder einer kommentiert, schlechter Ton. Ja, und? So ist die Natur.
ja, das ganze Geld habe ich noch nicht zusammen für ein vernünftiges Mikro und eine vernünftige Kamera. Also, den habt ihr schon gesehen. So, mit dem waren wir beim TÜV. So, da ist das gute Stück. GTÜ. Also direkt bei der GTÜ. Ne? Ja. Jetzt auch gleich dran. Dann wollen wir mal sehen, was da kommt. Ja. Nichts los hier. Bei dem Wetter 36, 37 Grad, hat aber keine Lust zu. Ich werde da drin jetzt nicht filmen, ich melde mich aber später. So, und hier haben wir einen Prüfstand, der Allradfahrzeuge kann. Der dreht entgegengesetzt. Ne? Ja. Damit das Mittendifferenzial nicht belastet wird. Drehen entgegengesetzt, damit das Mittendifferenzial nicht mehr aufschlagt wird. Mehr als barfuß laufen hält man im Moment auch nicht aus. Muss man echt nur aufpassen, wo man hinlatscht. Hier wohnen noch andere Leute. Unten auf dem Boden. Und so eine Diesel ist auch echt unangenehm. Boah, schwarzes Auto. Alter Verwalter. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ganz schnell die Klimaanlage anmachen. Ja, wie gesagt, TÜV-Bericht, Abgasuntersuchung ohne Zweifel bestanden. Wie man sieht, Feststellbremsanlage ist auch wirklich sehr ungleichmäßig. Hier oben sieht man das Ergebnis. 106 zu 243 ist schon übel. Aber meine Arbeit muss ich noch ein bisschen eingrooven. Wie gesagt, ich habe euch das eingeblendet mit dem Allradprüfstand. Der ist die einzige zulässige Möglichkeit. Deswegen fahre ich auch zu dieser Prüfstelle, weil die echt auf der Technik, auf dem technischen Stand bleiben. Ja. Ein Rad vorwärts, ein Rad rückwärts, so wie es praktisch auch passiert, wenn wir auf der Bühne sind und ein Rad bewegen vorne, dreht sich das andere in die andere Richtung, das Differential halt. Ne? Und wenn man das so misst, wird das Mittendifferential nicht beaufschlagt, in dem Fall hier das Torsendifferential, und man macht das Allradsystem nicht kaputt. Ja. Ja gut, das kriegen wir, denke ich mal, mit einer Bremsung hin. Also mit leicht angezogener Handbremse, weil wie gesagt, das wird noch nie angezogen. Der Wagen hat ein Automatikgetriebe und passiert halt bei Automatikgetrieben, bei Automatikfahrzeugen sehr, sehr häufig, dass die Feststellbremsen nicht funktionieren. Das stand auch alles nicht im alten TÜV-Bericht. Hupe ohne Funktion. Stimmt. Mal gucken. Nein. Gleich mal nachschauen. Notfalls habe ich eine Hupe da, ist kein Problem. Einrichtung für Schaltzeichen. Ja, das ist alles nur noch Kosmetik. Ernsthaft gesagt. Daran sieht man wieder, auch den alte TÜV-Berichte sind Pillepalle. Ich habe zum Beispiel am Auspuff habe ich gar nichts gemacht. Das ist totaler Quatsch gewesen, dass der undicht war. Ich habe die undichte Stelle gesucht. Hab den beim Laufen hinten fest zugehalten, da kam nichts raus. Ich habe den Mitteltopf habe ich, glaube ich, bei dem hier neu gemacht und habe hinten geschweißt. Da war auch nichts undicht. Das war letztes Jahr. Ich mache das Auto schon etwas länger und das, was da drin stand, ist totaler Quatsch. Witzigerweise standen die Bremsleitungen auch nicht drin. Ne? Und der Wagen stand schon in der trockenen Garage. Deswegen ist das ja, sehr interessant. Gut, Feststellbremse, Bremsleitung, wie gesagt, anschleifen und mit Wachs versiegeln und die Hupe reparieren. Montag kann er zum TÜV.
denke ich mir mal. Wenn ich nicht gleich tot umfalle bei dem Wetter, ist durchaus eine Chance gegeben. Aber jetzt fahre ich den erstmal mit angezogener Handbremse ein paar Runden auf dem Grundstück. So, statt irgendwas zu reparieren oder irgendwelche Schrauben anzufassen, jetzt am Badesee gelandet. Ist auch nicht weit weg. Na, in der Elbe sollte man nicht unbedingt baden. Aber hier geht das. Ja, ich wünsche euch mal ein schönes Restwochenende. Rostwochenende, ja. Für die Selberschrauber immer gerne ein Rostwochenende, aber ne, in dem Fall ein Restwochenende. Einfach nur, ja, lasst euch nicht überhitzen.